So, und damit herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Feuerkelch. Eigentlich habe ich gerade versucht, Moodys Herausforderung mal ein bisschen zu probieren, das aufzunehmen. Ich muss aber sagen, da hapert es etwas, weil man da zum Beispiel bestimmte Monster mit einem besonderen Zauber umlegen soll. Ich weiß ja nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber man kann in diesem Spiel überhaupt nicht auswählen, welcher Zauber tatsächlich benutzt wird, abgesehen von Fluch, Axio und was war denn der letzte? Wingardium Leviosa so ungefähr. Also Zauber, Fluch und eben Axio. Und entsprechend funktioniert das nicht wirklich. Ach, guck mal. Weiß ich, da kann da hin oder noch nicht? Fürs nächste Gebiet stand er eigentlich. Also müsste ich jetzt die erste magische Aufgabe lösen können. Yes! Ah, da dürften wir gar nicht so viel zaubern müssen, glaube ich. Selbst das macht er für uns. Dö-dö-dö-dö. Epische Musik, Brüllen von einem Drachen und es geht los. Oh mein Gott! Guck mal, wir sind auf einem Besen, der Feuerblitz heißt und fliegen vor einem feuerspeienden Drachen davon. Okay. Okay, ich kann eigentlich auch gar nicht. Oh Gott, invertierte Steuerung, wie ich das hasse. Wo ist C da? Oh Gott! Oh Gott! What? 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 Ah! Oh, zum Glück habe ich ihn verpasst. Hey, Drache. Ey, also, das Tolle ist, nur links und rechts ist vertauscht, oben und unten nicht. Andersrum. Nur oben und unten ist vertauscht. Ich verstehe es ja, wenn man das umstellen könnte, aber so finde ich es echt nervig. Whee! Macht erstaunlicherweise sogar Spaß. Vor allem einfach C die ganze Zeit drücken oder muss man das spammen? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe nicht, dass man spammen muss, weil es wäre irgendwie unfair. Ich drücke doch gerade C. Ui! Oh Gottes Willen. Nein, nach rechts. Wir brauchen Speed! Speed! Oh Gott. Bin ich gerade echt zum ersten Mal wogegen geflogen, ja. Also sieht schon cool aus, muss man sagen. Dafür, dass das Spiel ansonsten jetzt nicht so mit krassen Sachen aufwartet. Also so mit visuell ganz netten Sachen. Ich meine, das Flugsimulator ein Scheiß gegen hier gerade, ne? Man sieht schon, das ist auch eine Art Herausforderung, weil das kann man auch öfter machen. Ich glaube, wir hatten tatsächlich früher sogar Probleme, um auch nur bis hier hinzukommen. Was echt peinlich ist. Gott, wie soll ich die denn. Nee, keine Chance. Ich bin gerade echt aufs Wasser aufgeschlagen. Ach cool, der Drache zündet den See an. Geile Sache. Und wir verrecken gerade irgendwie halb. Weil ich dann durch das Feuer fliege. Ist ja gut, ey. Hör auf, hier alles anzuzünden. Oh, wir haben direkt Gold gekriegt. Das finde ich gut, weil das heißt, wir müssen es nicht nochmal machen. Du hast drei Schilde gewonnen. Genau. Ansonsten müsste man nämlich alle noch kriegen. Neue Herausforderungen, juhu. Nix bekommen. Null neue Karten. Sehr schön. Zum Glück haben wir drei Schilde bekommen, sonst hätten wir jetzt das nächste Gebiet nicht machen können. Harry has ball of gold. Egal. Gott, war das schlecht. Epische Musik. Und vorbei. Kaum freue ich mich auf die erfreue ich mich an der Musik, ist sie schon weg. Dass man die auch jedes Mal wieder durchscrollen darf. Verboten Wald, Schafka Drache. Bart der Vertrauensschüler. Daneben war Hermine, damit wir ins Bad gehen. Okay. Schlechter Witz. Ja, komm, mach hier. Nein!
Andererseits. Nee. Was heißt denn Kraft? Ach so, das ist Leben, ne? Ja, gut. Ja. Okay. Ja gut, passt schon. Wupp, wupp und go. Hatte der gerade extrem viel Kraft oder sah es nur so aus? Bon. Ich habe mich bei dir noch gar nicht für den Tipp mit den Drachen bedankt. Ein Bad im Badezimmer der Vertrauensschüler ist nicht das Schlechteste. Das Passwort ist... Pinienfrisch. Blubberblasen. Die haben extra einen Zauber in jedem Spiel eingebaut, der auch solche Blasen macht. Einfach, weil sie da die Animation schon für hatten. Habt ihr es gemerkt? Es sind genau die gleichen. Nee, keine Ahnung. Seid ihr sicher, dass nur Vertrauensschüler dieses Badezimmer benutzen dürfen? Und wieso sind... Das sind, glaube ich, die Kessel mit den... Tut mir leid, Harry. Durch das Loch abgehauen. Man fragt sich doch ein bisschen, wieso hier offensichtlich die Vertrauensschüler auch ihre schmutzige Wäsche in diesen Kesseln waschen, ich meine. Ich muss wenigstens sagen, die sind insofern konsequent. Die Badezimmer sahen schon in Teil 2 so ähnlich aus. Ich will aber erstmal ins Wasser. Da hinten ist so eine Draconi-Forst-Statue. Naja, egal. So. So. Ich will aber mal gucken. Au, das wollte ich nicht gucken. Wir verlieren ernsthaft Bohnen. Oh, eine Bohne. Kurze Frage. Es gibt doch wirklich nichts Besseres als diese Bohnen. Was bringen diese Bohnen eigentlich? Kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Ja, das wäre echt geil. Ja. Was passiert, wenn ich noch mehr Kessel ins Wasser werfe? Oh, nice. Ja gut, dann wissen wir jetzt, was wir die nächsten 3 Stunden machen werden, ne? Okay. Ich sollte das Ding vielleicht einfach mal richtig treffen. Das hat geklappt? Nee. Suchen wir das Ei. Ich hatte mir bei Bart der Vertrauensstelle irgendwie was anderes erwartet. Was bringen die Dinge eigentlich? Das war's, was ich ehrlich eben fragen wollte. Wozu sammle ich diese Bohnen überhaupt? Wir dürfen nicht aufgeben. Vielleicht kommen wir dann an es heran. Warum bleibt das Ei da eigentlich liegen? Alles Fragen, auf die niemand eine Antwort weiß. Gott. Hm. Kann ich das Ding auch anzaubern? Ich hoffe es mal nicht. Aber andererseits kann ich ja auch nicht zielen in dem Spiel, also... Okay. Und bumm. Cool. Smack. Wo soll ich denn hier zuerst hin? Hallo? Danke. Na los. Da geht's runter. Also schätze ich mal da nicht. Ja, Hermine, sei halt dumm. Ja, ist gut jetzt. Ja, ich brauche wieder noch... Der will mich doch verarschen. Ach, man kann auch klettern. Na gut, dann hätte ich mir das schenken können. Oh Gott, ey. Ja, genau, ich höre jetzt dieses Magico Extremo hier raus. Warum auch immer. Swing! Oh, ich muss hinlaufen. Ich krieg da ja Bohnen für. Im Ernst, warum renne ich hier hin? Hier ist doch nichts. Ach, warte, doch. Ich weiß ja, wozu die Bohnen gut waren. Es gibt doch wirklich nichts Besseres als diese Bohnen. Doch, die seltenen Momente, in denen du mal die Fresse hältst. Meine Geld. Wingardium Leviosa. Man muss die Stimmen doch schon ertragen, wenn sie mal nicht reden. Aber ich finde es echt erstaunlich, dass die Originalsprecher hier mitgemacht haben. Sind doch die Originalsprecher, oder? Ich bin mir jetzt relativ sicher. Ups.
Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Von hier nicht. Okay. Wupp dich. Hier kommen gleich bestimmt irgendwelche Monster. Da soll ich wohl nicht runter. Da geht es wohl noch nicht lang. Da kommt bestimmt auch später noch Dampf raus, wenn es richtig schön schwer wird. Einmal hier hoch. Kaboom! No! Wingardium Leviosa! Oh. Carpere Tractum! Hermine macht es wenigstens mal richtig. Alles klar. Ich finde es gut, wie ich das Ding voll ins Gesicht kriege und sie einfach mal weiter nach hinten kommt. Dahin kommt man einfach nicht, okay. Oh, eine Bohne. Ich fürchte, so ein paar Bohnen brauchen wir zumindest. Hallo? Hm. Naja, immerhin 500 haben wir ja schon. Können wir diese Rohre nicht irgendwie wegräumen? Nee, bestimmt nicht mit Capri Tractum. Irgendwie fand ich den Zauber in Teil 3 in dem anderen Spiel also besser. Hä? Wir drehen das Ding um und sofort ist das Ding auch aus. Vor allem, wieso gibt es in diesem Bad hier, also dahinter, so ein riesiges System mit irgendwelchen Dampfhähnen, die einfach Dampf ausströmen nach unten? Wozu ist das hier gut? Also, ich würde echt mal sagen, diejenigen, die sich hier dieses ganze Wasserwerk ausgedacht haben, gehören echt geschlagen. Bitte helft mir! Alles klar! Lasst euch halt noch ein bisschen mehr Zeit. Ach, wenn man die ganze Zeit nach rechts spammt, dann geht es schneller. Oh, gut zu wissen. Was ist denn das da für Müll? Oh, warte mal, da wollte ich es gar nicht gegenhauen. Ach, Kürbispastete oder so? Hui! Schnell lauf, die Bohnen sind sonst weg. Hä? Ach, da war auch schon wieder so ein Ding drin. Okay, verstehe. Ja, hier, zieh doch. Hallo. Spam, spam. Ja. Mensch, ich hab rausgefunden, wie es schneller geht. Erklinge. Hä? Oh. Ich hasse diese Tiere. Hier kommen einfach schon, bevor irgendwas passiert sonst. Ja. Wieso habe ich gerade Bohnen verloren? Ich wurde doch gar nicht getroffen. Das war prima. Hui! Hat Ron gerade einen Bohnen eingesammelt? Dieser Arsch. Kommt hierher! Okay. Tschüss, schätze ich. Wieso können wir hier nicht einfach runterspringen? Nein, wir müssen erst wieder außen rumlaufen, weil das Spiel es so vorgibt. Die Charaktere müssen sich auch denken, was für ein Idiot. Ich hab keinen Bock auf euch, tschüss. Lalala, okay. Großartig! Großartig! So artig finde ich das gar nicht. Ja gut, ist ja gut. Macht ihn platt! Hallo? Jawohl, geschafft! Ah. Cool. Ich finde es gut, dass ich nicht treffe, einfach weil dieser Zauber sich splittet. Das ist voll praktisch. Geschafft würde ich sagen, wenn ich mit allen fertig bin, ehrlich gesagt. Meloforce. Ich beantrage eine E-Mail zu bekommen. So. Das war so schlecht. Das ist. Hallo. Tauziehen! Was bringt dieses Tauziehen? Noch mehr Bohnen! Hä? Ja, genau, jetzt kommt noch einer einfach mal eben und haut mich. Ich glaube, da soll man nicht runter, okay. Na los, ihr beiden! Kaufere Traktum! Bla 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 bla. Das war
war prima. Nein, wieso fallen die denn alle runter? Ach, Mann. Stück Dreck. Hä? Und was soll ich jetzt hier? Ich komme hier noch nicht weiter. Soll ich den Kessel von da oben runterfallen lassen oder was? Das wäre aber vorher mal echt gut zu wissen gewesen. Boah, ey, diese Firma streckt das Spiel voll in die Länge, ey. Okay, so gedacht? Könnte sein. Schön, dass da mal wieder Bohnen auftauchen, die ich schon wieder nicht kriegen kann. Das ist echt cool. Jetzt bin ich schon wie Ron, ich rede auch die ganze Zeit über irgendwelche Bohnen. Lauf! Okay, da unten ist ein lustiges Wasserspielchen. Auf geht's. Dann kannst du mit diesen Viechern noch übertreiben. Die geben mehr als dreimal was? Och, komm schon. Ah, ich mag Hühnchen. Jetzt alle essen. Ne, wo denn? Hä, und wieso soll ich jetzt eine Brücke hochziehen, damit ich da rüberkomme? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, Moment. Bis die hier sind. Zieh! Also manchmal verstehe ich nicht, was die immer so am Rumstöhnen sind. Ja, noch ein Schild. Juhu, ein kleines. Aber warum soll ich jetzt hier wieder hoch? Das ist total nutzlos. Verstehe ich nicht. Wieso kann ich hier nicht einmal runterspringen? Oh, perfekt. Oh, hier kommen wir gar nicht hin. Weiter. Das heißt, man wird auch wahrscheinlich auch noch später gezwungen, die Level nochmal zu spielen, weil man sonst nicht zu Ende spielen kann. Vor allem, ich komme hier gar nicht wieder weg. Nein. Nein. Oh. Harry, du bist so ein nutzloses Stück. Achso, das ist nur auf der Plattform, oder wie? Nee. Ich kann nicht dahin laufen. Ja, ich würde sagen. Ach so. Hilf uns hier mal, Hermine. Alles klar. Das ist die falsche Richtung, Ron. Erstaunlicherweise klappt es trotzdem. Hä? Was hat er denn jetzt schon wieder für ein Problem? Hä? Wo kommt das her? Irgendwie, glaube ich, habe das Spiel gebreakt. Und jetzt fallen wir einfach da runter und haben verloren. Ich glaube, da sollte man eigentlich so hinkommen. Na los. Hä, wieso ist viel zu weit? Naja, mir egal. Wir müssen ja das Level, wie es aussieht, sowieso bald nochmal machen. Irgendwann. Weil um an diesen Schild da hinten ranzukommen, den Zauber lernen wir leider erst im nächsten Abschnitt. Ist das nicht praktisch? Ich weiß gar nicht, warum ich da hin will. Egal. Irgendwozu wird das Ding schon gut sein. Ich sehe nicht, wenn ich das auf diese Köpfe hier fallen lasse. Nix. Oder vielleicht doch und ich habe ihn nicht getroffen. Nein, es fällt so ziemlich durch. Swing! Okay, es bringt echt überhaupt nichts. Schneller! Was nervt er mich denn dauernd? Interessante Frage, kann ich das Ding von hier ziehen?
Nö. Da drüben werden wahrscheinlich noch ein paar Feuersalamander gekommen, aber die haben wir jetzt natürlich leicht gecheatet umgangen. Das Ei! Aqua Erupto! Aqua Erupto! Zum Glück treffen die nur so schlecht. Ich könnte das Ei auch einfach jetzt holen. Na los. Großartig. Wer hat das Feuer wieder angezündet? Großartig. Hör auf, das Feuer mal wieder anzuzünden. Lapifos. Das ist großartig. Er hat das Feuer schon wieder angezündet. Ja, es war schon echt impressive. So. Dann ganz kurz alle zu mir. Nehmen wir und... Lass mich raten, wir brauchen alle drei. Ich dachte, wir ziehen es zu uns hin. Was auch immer. Ich nehme an, das war's. Die Zauberkraft ist entschwunden. Verschwinden wir hier. Was ist entschwunden? Die Zauberkraft? Welche Zauberkraft ist entschwunden? Wovon redet der Typ? Fällt euch jetzt auch so das kleine Problem auf, das wir jetzt haben könnten? Wir kommen hier gar nicht mehr weg. So heißt, wir sind am Arsch, wir kommen hier doch gar nicht hoch. Außer, hier hinten ist jetzt rein zufällig das Ding aus. Oh, haben wir ein Glück. Er hat mich verbrannt. Wir gehen natürlich einen richtig easy Weg. Wie einfach die beiden fast tot sind. Ich hoffe, das ist egal. Es wäre jetzt geil, wenn wir jetzt verlieren, einfach weil die beiden sterben. Na, ich hoffe, das Spiel ist echt nicht so scheiße, dass wir... Moment, da müssen wir nicht hin. Und durch. Oh. Und einer stirbt gleich. Wehe, wehe, wehe. Fickt euch, ist mir doch egal. Au, 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 au. Tschüss. Das ist großartig. Ron stirbt, das ist großartig. Ende vom Level. Neue Gebiete verfügbar. Kräuterkunde. Yes! Das war ja nicht sonderlich viel. Herbivicus. Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen schneller hier. Null neue Karten. Coole Sache. Haben wir nicht noch welche, die wir sowieso kaufen müssten? Dann machen wir das jetzt noch. Ansonsten, wenn ihr es nicht sehen wollt, könnt ihr es auch gerne schon mal ausmachen. Das war die falsche Richtung. Wir haben einfach schon wieder nicht alles holen können. Harrys Fluch teilt sich und mehrere kleine Flüche fallen zu Boden. Diese Karte kann nicht mit anderen Fluchkarten aus... Bla bla. Achso, wollte ich eigentlich haben, aber naja. Oh, Mad Eye. Ja, einfach kaufen. Wir können es ja, so wie es aussieht, tatsächlich mal wieder alles leisten bei ihm. Was haben wir dafür jetzt bekommen? Fluchverstärker. Harrys Flüche werden mächtiger um 40. Und das ist eigentlich schon ein Spoiler für Aufgabe 2, wie es aussah. Hermine hat ganze 300 Bohnen. Mal gucken. Uns fehlen aber längst nicht so viele. Mhm. Gott. Hermines Axiozauber wird mächtiger. Juhu.
Und der ist noch gesperrt. Und für Ron fehlen uns wahrscheinlich immer noch massiv viele Bohnen, weil ich den fast nie spiele. Jo. Magico-Extremo-Wandler. Dreifachfluch. Und den holen wir uns. Das war zu weit zurück. Abprallfluch, blaue Bertie-Bots-Bohnen. Meine Güte. Können wir uns gar nicht leisten. 155, dann nehmen wir die hier. Na gut, Ron, das finde ich jetzt auch nicht so krass spannend. Aha. 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 Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Harry Potter in der Feuerkirche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid dann wieder dabei. Bis dann, tschüss.